Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, Sie können mich alle hören. A warm welcome at the Webasto Booth. So, my name is Christine Marie Butkus. We prepared a topic which I think is very, very, very interesting for all of us. But unfortunately, it's in German, but I'm quite sure you can understand a lot. And if you have later on questions in English, of course, the team and myself, we are here and can also answer it in English, but for the next 21 minutes, the speech will be in German. Ja, also auch nochmal von mir ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Butkus Christine Marie. Ich bin bei Webasto fürs globale Business Development im Bereich Batterien zuständig und freue mich, dass Sie heute hier sind. Was habe ich Ihnen mitgebracht? Für die nächsten 20 Minuten wird es um das Thema Skalierung von Batteriesystemen gehen. Wie haben wir das bei Webasto gemacht? Auch wir haben angefangen mit kleinen Projekten und wie haben wir das geschafft, in Large Scale zu bringen? Vielleicht vorab ein paar Worte zu Webasto. Wir sind 1901 oder wurden 1901 gegründet, weiterhin in Familienbesitz, gehören wir heute zu den Top 100 Automobilzulieferern. Wir befinden uns in Stockdorf bei München. Wir sind seitdem konstant gewachsen, haben ca. 15.000 Mitarbeiter weltweit, 50 Standorte, davon 30 Produktionsstandorte global. Und ja, haben uns sozusagen als Kern die Produktion von komplexen, die Entwicklung und Produktion von komplexen Systemen verschrieben. Im Corona-Jahr 2020 als Anhaltspunkt hatten wir einen Umsatz von ca. 3,3 Milliarden Euro. Und ich würde Sie heute gerne mitnehmen, um Ihnen ein bisschen Webasto näher zu bringen. Heute verdienen wir unser Geld im Bereich Roof System, Cabrio-Dächer, Schiebedächer, Panoramadächer. Besser bekannt sind wir bei Webasto aus dem ganzen Bereich Thermo mit unserer Standheizung. Die dürfte für den einen oder anderen ein Begriff sein. Und ich komme aus dem Bereich Batterien. Sie sehen es hier heute noch ein sehr kleines Pflänzchen. Wir bewegen uns seit 2015 im Bereich der E-Mobilität mit 2% des Umsatzes. Ich kann Ihnen sagen, das stellt schon eine Verdoppelung vom letzten Jahr dar. Und auch 2021 und 2022 wird hier ein starkes Umsatzwachstum erwartet. Wir haben als Ziel, das kann man auf den Punkt bringen, wir wollen Leading Player in dem Bereich werden mit allem, was das Thema Ladelösungen, Batteriesysteme und natürlich das elektrische Zuheizen betrifft, die Produkte, die Sie auch heute hier sehen können. Wo sieht Webasto seinen Footprint im Bereich der Wertschöpfungskette eines Batteriesystems? Ich mache es ganz schnell und ganz einfach. Wir würden Ihnen alles anbieten können, außer die Zelle. Dafür gibt es Spezialisten, die das schon länger machen als wir. Und von daher, wir können von der Modulentwicklung bis hin zur Entwicklung des Batteriesystems alles anbieten. Uns ist nur wichtig, dass am Ende die Produktion oder die Fertigung des Gesamtsystems bei uns liegt, weil wir das einfach als unsere Kernkompetenz betrachten. Wie dann so ein Produkt oder Projekt abläuft, das ist sehr stark vom Kunden abhängig. Da gibt es Module als Beistellteile, als Setzteile. Da können wir Ihnen einfach viel anbieten und lassen Sie uns da austauschen. Ja, in den letzten Jahren waren wir natürlich sehr stark mit unseren Kunden im Austausch und haben festgestellt, dass es gewisse KPIs gibt, die kleine Kunden, wie für unsere CV Standard, als auch die großen OEMs beschäftigt. Das ist ja Euro pro Kilowattstunde, sind meine Funktionalitäten gegeben, was ist mit dem ganzen Thema Nachhaltigkeit. Also das hat sich auch nicht verändert, das ist nur schwerpunktmäßig immer mal wieder verlagert. Was uns aber auch in den letzten Jahren immer stärker begegnet, ist das ganze Thema Time to Market. Wir sehen einfach, dass unsere Kunden viel weniger Zeit haben, um ihr Produkt zu entwickeln, aber auch zu industrialisieren. Das hat verschiedene Voraussetzungen, die kommen aus dem Markt. Es gibt mittlerweile Wettbewerber, die es einfach schneller konnten. Und von daher ist unser Kunde in letzter Zeit sehr stark gezwungen, das Ganze zu beschleunigen bei sich intern.
Wie ist unsere Antwort bei Webasto darauf? Wir haben zum einen, was Sie hier am Stand sehen können, unsere CV-Standards-Batterie daraus entwickelt. Das heißt, wir haben eine Eigenentwicklung für den Commercial Vehicle-Bereich, 35 Kilowattstunde, sehr robustes Design. Und unsere Antwort hier auf Time to Market ist, der Kunde bestellt auf Losgröße 1 und Auslieferung erfolgt zeitnah. Im OE-Bereich sieht es ein bisschen anders aus, wie Sie auch dem Bild entnehmen können. Hier zählt jedes Kilogramm, hier zählt jeder Zentimeter. Aber auch hier ist einfach Time to Market in letzter Zeit einer der entscheidenden Faktoren geworden. Ja, unsere Antwort darauf ist zum einen die globale Präsenz, aber auch ein globales Lieferantennetzwerk, was wir uns über die letzten Jahre aufgebaut haben. Und wir befinden uns, oder unser Footprint ist aktuell sehr stark in Süddeutschland mit unserem Technologiewerk in Scherling, mit dem Entwicklungs- und Sales Hub in Stockdorf, aber auch mit unserem Prototypen- und Testing Center in Hengersberg, wo wir in den letzten Jahren rund 16 Millionen investiert haben. Aber ich will jetzt gar nicht auf jeden Standort eingehen, sondern wir haben uns auch Anfang des Jahres dafür entschieden, das erste reine Batteriewerk in Dancheong in Südkorea zu bauen. Die Gründe dafür zeige ich Ihnen gerne auf der nächsten Slide. Und zwar, Sie sehen es hier auf der linken Seite, wir wurden im April 2020 von einem südkoreanischen PKW-Hersteller für die Entwicklung und die Produktion eines Batteriegesamtsystems beauftragt. Es ist auch kein Geheimnis, es handelt sich dabei um HKMC, also Hyundai Kia. Und um Ihnen mal so ein paar Zahlen zu nennen, es geht hierbei um einen Auftrag von über 800.000 Batterien über Lifetime. Und SOP 2022, wer jetzt schnell im Kopf rechnen kann, circa 22 Monate zwischen Nominierung und SOP. Unsere CV-Standard, die Sie auch hier am Stand sehen können, hat dafür als Case Study gedient, sowie die Batterie für einen europäischen Bushersteller, die wir 2019 industrialisiert haben. Und wie sich das äußert, zeige ich Ihnen hier. Und zwar die zwei genannten Projekte, die laufen aktuell auf unserer Multi-Product-Line in Scherling. Ich habe es angesprochen, Scherling dient für uns als Technologiewerk. Das heißt, alle neuen Projekte, Technologien bei Webasto, best case, starten erstmal in Scherling. Hat unter anderem die Nähe zu unserem Hauptstandort in Stockdorf zu tun. Und so sind wir hier auch vorgegangen. Sie sehen es, die Multi-Product-Line kann 20.000 Einheiten per anno. Erstmal Low-Volume-Projekte, aber die, High Quality war natürlich für uns, fürs erste Batterieprojekt bei Webasto entscheidend. Wir haben uns für eine Anlage mit HEVs entschieden, die voll verkettet ist, voll automatisiert, so dass wir diesen Qualitätsstandard oder Anspruch, den wir an uns selber haben, auch sicherstellen können. Genau. Wie das Ganze aussieht in Scherling, unser Starting Point der Batterieproduktion, das zeige ich Ihnen hier. Hier sehen Sie einen kurzen Einblick in Hengersberg, in den Testing Center, und hier sind wir dann in Scherling. Genau, Wärmeleitpaste, dann das Setzen der Batterien. Hier ist der angesprochene HEV. Dass Sie mal ein Gefühl bekommen, wie unsere Anlage dort funktioniert. Wie gesagt, das war jetzt das Beispiel der Busbatterie, aber genauso wird auch unsere eigene CV-Standard dort produziert. Gut, dann kommen wir zu unserem HKMC-Projekt. 2020 im April kam die Nominierung für ein ungleich größeres Projekt. Die Details können Sie hier selber einsehen. Ich möchte nur eine ganz entscheidende Nummer zeigen. In der ersten Ausbaustufe reden wir bei dem Projekt von 100.000 Batterien pro Jahr mit einer Taktzeit von circa 3 Minuten. Also einfach, dass man mal die Dimensionen sieht. Und ich habe es eingangs schon angesprochen, Nominierung war im April 2020, das heißt, wir mussten da schon mit Entwicklung, mit Konzepten gestartet haben, weil wir dann im Oktober 2020 direkt B-Muster liefern mussten oder durften. Im Dezember war dann Groundbreaking der Halle,
Dann kam ein harter Winter in Südkorea, wie das häufig so ist, und das ganze Fundament konnte erst im Februar gegossen werden. Aber wir haben es geschafft, dass wirklich tatsächlich im Sommer diesen Jahres dort eine Halle stand. Die Linie konnte im August 2021 einziehen und Stand heute, Februar 2022, steht. Dass wir einen Vergleich haben, so sieht die Linie heute in Danjing aus. Auch hier reden wir über eine vollverkettete Anlage. Auch hier werden zwei unterschiedliche Batteriesysteme mit unterschiedlichen Modulen von unterschiedlichen Herstellern verarbeitet, einfach um da auch die Herausforderung noch ein bisschen zu erhöhen. Und was uns von Anfang an extrem wichtig war, war der Austausch zwischen Schierling und Danjing. Alles, was wir in den letzten Jahren dort gelernt haben, dass wir das nach Südkorea transferieren konnten, haben wir unter anderem damit gemacht, dass wir, sage ich mal, die Kompetenzträger auch immer wieder nach Korea geschickt haben, entweder durch Kurzzeitassignments oder Kollegen von uns sind jetzt auch für mehrere Jahre nach Korea entsendet, weil wir da einfach sehen, auf dem Weg zur Skalierung ist das ein Kernthema, das wir einfach sicherstellen müssen, dass alles, was wir in der Vergangenheit gelernt haben, auch sozusagen im neuen Werk eingebracht werden kann. Wie das Ganze dann ausgesehen hat am Tag der Anlieferung der Linie, zeige ich Ihnen hier. Das ist ein kurzer Drohnenflug. Sie sehen, das ist die Straße zum Werk. Wir biegen jetzt rechts ab ins Werk rein. Wir sind eben über sage und schreibe 47 LKWs geflogen, die rein die Linie produziert haben. Hier sehen Sie kurzen Blick ins Werk. Hier stehen schon die Roboterarme und genau, das war der Einzug. Jetzt nochmal ein kleiner Vergleich, ich habe es Ihnen angedeutet, also Schierling hat da wirklich immer als Blaupause gedient für Danjing. Wir haben viel gelernt in den letzten Jahren, das wollten wir transferieren. Und was ich Ihnen einfach sagen kann, ich meine, Sie sehen es jetzt an den Zahlen, die wir hier zeigen. Es war ein super, oder ist, es ist, wir befinden uns mittendrin, ein super herausforderndes Projekt mit einer extrem engen Timeline. Wir reden über ein Projekt über zwei Kontinente mit unterschiedlichen Kulturen, mit unterschiedlichen Sprachen. Auch das ist etwas, was man nicht irgendwie unter den Tisch fallen lassen kann. Und wir reden darüber, dass wir das Ganze auch noch in einem Corona-Jahr gestemmt haben, wo es Reisebeschränkungen gab und so weiter. Also ich kann Ihnen sagen, wir sind wirklich stolz auf dieses Projekt, wie weit wir bis jetzt gekommen sind, weil wir das einfach in einem Zeitraum auch geschafft haben, wo es viele, viele Challenges gibt. Und die Challenges haben wir Ihnen noch einmal gezeigt. Ja, es bleibt mir zu sagen, dass ich mich auf den weiteren Austausch mit Ihnen freue. Und ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen zeigen, dass wir bei Webasto wirklich stolz und glücklich darüber sind, ein Teil dieser E-Mobilitätsrevolution zu sein. Vielen Dank.